Spielerinnen und Trainer freuen sich auf den Trainingsauftakt. Das ist jedes Jahr aufs Neue klar. Diesmal allerdings mischt sich unter die Freude auch ein klein wenig Nervosität. So zumindest beim neuen Cheftrainer Gábor Gallay. Ich freue mich drauf, dass ich das erste Training als Cheftrainer leiten darf. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt vorne dran steht, die Mannschaft dementsprechend so ein bisschen auf den Schwerpunkt vorbereitet, eine Ansprache. Und natürlich ist da Vorfreude, aber auch eine gewisse Grundanspannung da. Als es dann losgeht, ist davon nichts mehr zu sehen. Mit Souveränität und Erfahrung leitet er die Übungen an, unter den wachsamen Augen seines Vorgängers Jürgen Ehrmann. Natürlich hinterlässt Jürgen eine große Lücke, aber Gábor ist ja auch schon seit mehreren Jahren hier. Es kommt natürlich ein frischer Wind rein und man merkt auch, dass ein bisschen neue Strukturen aufkommen. Wir werden natürlich die Arbeit, die Jürgen hier geleistet hat, hoffentlich erfolgreich fortsetzen können. Mit Selina Degen und Carla Görlitz verzeichnet der Kader 2 Neuzugänge. Hinzu kommt Jule Brandt aus der eigenen U20. An der Seitenlinie wird Gallay künftig von der ehemaligen U20-Trainerin Lena Forst unterstützt. Sie alle sind Teil eines kleinen Neuanfangs. Klar, jetzt haben Spielerinnen uns verlassen, die jahrelang auch hier waren. Das zeichnet ja die TSG hier bei uns ein bisschen aus, dass wir immer viele Spielerinnen haben, die lang zusammenarbeiten. Aber wir haben jetzt auch 2 neue Externe dazu bekommen, die zwar noch sehr jung sind, aber ich sag jetzt mal frech und wild. Also ich sehe dort auch sehr großes Potenzial. Und jetzt werden die Karten ein bisschen neu gemischt. Und ich denke, da wird sich die eine oder andere auf jeden Fall nach vorne drängen, die dann die Lücken füllen kann. Der erste Eindruck überzeugt. Jetzt gilt es, die Zeit bis zum Saisonstart optimal zu nutzen. Wir haben die Vorbereitung, die 6 Wochen dauert, so ein bisschen in 3 Phasen aufgeteilt. Die erste Phase geht so bis Mitte August, 13. August, dann beziehen wir das Trainingslager. In der Phase geht es eher darum, Grundlagen zu schaffen, also Grundlagen im Sinne von Ausdauer, aber auch Grundlagen im Sinne von Spielprinzipien, die wir auf den Platz bringen wollen, aber auch Grundlagen im Sinne von Teambuilding. Und die zweite Phase ist dann eher die Phase, wo wir schon konkretisieren wollen. Wir gehen ins Trainingslager, da geht es überwiegend um Mannschaftstaktik, dass wir die Prinzipien, die wir als Grundlage geschaffen haben, da als Mannschaftstaktik quasi auf den Platz kriegen. Dann wird auch ein Saisonziel formuliert. Bislang klingt das nämlich noch so. Wir haben natürlich eine riesen Saison gespielt und wir wollen die Leistung natürlich auch bestätigen und auch daran anknüpfen. Aber so ein richtiges Saisonziel, das können bzw. wollen wir noch gar nicht formulieren. Gleich zu Beginn der Saison wartet ein Kracherprogramm auf die TSG. Zum Auftakt Anfang September geht es nach Potsdam zur Turbine und direkt im Anschluss kommt das Schwergewicht VfL Wolfsburg ins Dietmar-Hopp-Stadion. Es wird auf jeden Fall gleich eine Standortbestimmung für uns werden und gibt nicht großartig abtasten, sondern da werden wir gleich gucken, wie wir im Futter stehen und wo wir noch ansetzen können. Der Countdown läuft, der Neuanfang hat begonnen.